Herzlich willkommen zur 50. Sendung des UniTV, heute aus dem Studio 2 der Color Grading Suite im MMZ. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit Lost Places, geheimnisvollen Orten, die heute ganz anders genutzt werden als zu ihrer Entstehungszeit. Wir befinden uns gerade an der alten Druckerei in Halle. Diese steht seit mehr als 2 Jahrzehnten leer, darf nicht betreten werden, wird aber auf der anderen Seite auch nicht saniert und neu genutzt. Wir zeigen euch heute 3 Orte im MDV-Bereich, die ebenfalls lange in Vergessenheit geraten sind und heute wiederbelebt werden. Unsere erste Station ist die kleine Stadt Zeitz im Südosten Sachsen-Anhalts. Vom Altmarkt aus geht es in Richtung Michaeliskirche. Ihr gegenüber liegt der Einstieg in das Gangsystem. Dann tauchen wir ab unter die Erdoberfläche, in das Tunnelsystem des Zeitzer Untergrundes. Hier stehen dir mehr als 1,5 Kilometer hautnahe mittelalterliche Geschichte bevor. Mein Name ist Thomas Kreil, ich bin der Vorsitzende dieser Interessengemeinschaft Unterirdisches Zeitz und bin Gründungsmitglied des Vereins Unterirdisches Zeitz. Ja, das Unterirdische Zeitz ist eine Erweiterung der Kelleranlagen, die bergmännisch in den Berg hinein vorgetrieben wurden, also eine Art Stollensystem. Das sind ganz einfach Erweiterungen der Lagerräume gewesen. Aber später, wie hier in diesem Fall, angefangen zu Luftschutzzwecken und später dann für die Gestaltung dieser Führungsstrecke verbunden worden sind. Die Länge der Gänge, also wenn wir mal die Anzahl der mittelalterlichen Häuser nehmen und einen Durchschnittswert schätzen, dann sind wir irgendwo je nachdem bei 1,8 bis 2 oder über 2 Kilometer. Es gab auch Leute, die haben einen 15 Kilometer veranschlagt. Wir haben heute in Zeitz ungefähr 1,2, 1,3 Kilometer zugänglich und zeigen hier im Führungsgangsystem etwas mehr als 1,5 Kilometer. Wieder an der Oberfläche angelangt, geht es zu unserem nächsten Ziel. Man kann es bereits von der Autobahn 38 aussehen. Der Bergbautechnikpark ist ein ehemaliger Braunkohletagebau, der heute als Freilichtmuseum genutzt wird. Mein Name ist Bernd Dorenburg. Ich habe selbst mal hier gearbeitet, 21 Jahre im Tagebau Estmain. Der Besucher kann hier sehen, wie ein Tagebau mal gearbeitet hat. Hier stehen die Geräte, als würden sie noch arbeiten. Hier steht ein Bagger, ein Tausender. Ein SRS 1000 und ein Absetzer, ein Bandabwurfgerät, genauer gesagt. Und das sind eigentlich die Highlights, die man von der Autobahn sieht. Diese Geräte haben den Damm von der Autobahn geschüttet. Umgeben vom Markt Kleeberger und Stürmtaler See ruhen die alten Industriegeräte des ehemaligen Tagebaubetriebes Espenhain. Hier soll authentisch und nachvollziehbar ein kompletter Förderzyklus nachgestellt werden. Auf einer Fläche von 4,5 Hektar wird ehemalige Maschinentechnik und Logistik mit einer touristischen Attraktion verbunden. Die Öffnungszeiten sind von März bis November. Eintrittspreis pro Person 7 Euro, Familienkarte 15 Euro und Kinder die Hälfte. Vom Süden Leipzigs geht es zu unserer letzten Station, der ehemaligen Papierfabrik in Halle-Kröwitz. Seit den 30er Jahren ist der wichtigste historische Papierstandort in Deutschland nicht mehr in Betrieb. Lange war dieser Ort der Spielplatz vieler Graffiti-Künstler, die ihrer Kreativität hier freien Lauf lassen konnten. Die Spuren dieser Zeit sind in den Gebäuden allgegenwärtig. Jetzt wird ihm durch die Immobilienentwicklung Schuh zu neuem Glanz verholfen. Aktuell laufen Arbeiten zum Abbruch und der Entkernung. Die Firma hat bereits mit dem Solbad Wittekind und dem Steintor-Varieté Erfahrung mit denkmalgerechter Sanierung bewiesen. Hier sollen Luxus-Apartments mit eigenem Wasserkraftwerk entstehen. Bis dahin ist der Zutritt allerdings nicht nur untersagt, sondern auch lebensgefährlich. Das waren nur 3 Beispiele, die vergessene Orte wiederbeleben. Wir hoffen, dass auch weiterhin verlassener, ungenutzter Raum eine neue Funktion erhält, anstatt zu verfallen.